Ich bin Dharma Priya, Angehörige des buddhistischen Ordens Triratna und rede über den dritten Aspekt von positiver spiritueller Kommunikation, vollkommene Rede oder eigentlich für die meisten von uns rechte Rede. Und der Aspekt, über den ich jetzt reden möchte, ist negativ gesagt nutzlose Rede oder sinnloses Geplapper. Positiv gesagt wollen wir eher Bedeutsames sagen, hilfreiche Rede, andersrum gesagt. Unter den nutzlosen Formen sind Sachen wie Schlagfertigkeit, sinnlose Gewitzeleien und ähnliches. Na, vielleicht rebellierst du und denkst einfach, Moment, soll ich mich die ganze Zeit anstrengen? Darf ich nicht harmlose Witze machen? Weshalb ist es so wichtig, wenn ich ab und zu Blödes rede? Naja, ab und zu, aber wie häufig ist es in der Tat, dass wir Sinnloses reden? Und es ist, manchmal sagt man, aber es ist so schwierig, immer Sinnvolles zu sagen. Die Antwort ist ganz einfach, halt die Klappe, sprich positives Schweigen. Und unterschätze nicht die negative Auswirkung von sinnloses Gerede. Erstens ist es eine Riesenverschwendung von Energie. Das merkt man, wenn man einfach schweigt, wie viel mehr Energie man hat. Zweitens, sinnlose Rede hat leider eine direkte Rückkopplung auf den Geist. Und erschwert es, gesammelt zu werden, also es erschwert die Meditation und erschwert die Achtsamkeit. Sinnloses Geplapper stärkt das geistige und meditative Hindernis von Unruhe und Besorgtheit. Weiterhin, wenn wir unbedacht und sinnlos reden, ist es sehr leicht, Menschen unbeabsichtigt zu verletzen. Also, wie redet man dann positiv? Muss man alles vermeiden, was einfach auf der Oberfläche nicht viel Bedeutung hat? Naja, einiges müssen wir vermeiden, was uns normal vorkommt. Vor Jahren war ich in einer Reha-Klinik, um eine Freundin zu besuchen, und sie hat mir erzählt, dass die alten Frauen nur über ihre Enkel gesprochen haben und die alten Männer nur über Fußball. Das sind zwei klassische Beispiele von sinnlosem Reden. Ebenfalls Klatsch und Tratsch und Skandale. Also hilfreiche Rede, bedeutungsvolle Rede, ist Rede, die den Dharma vermittelt, ob ausdrücklich oder noch wichtiger, einfach durch dein Sein, durch deine liebevolle Zuneigung zu anderen. Du musst nicht unbedingt über den edlen achtfältigen Pfad reden, um bedeutungsvoll zu sprechen. Einfach indem du dich deinem Zuhörer zuwendest und versuchst, diesen Menschen wahrzunehmen und das zu kommunizieren, was du zu kommunizieren hast, machst du einen Beitrag zu positiver, hilfreicher, bedeutungsvoller Rede. Ein klassisches Beispiel dafür ist Lob des Guten. Wertschätzung von positiven Seiten deines Gegenübers oder auch loben, Menschen loben, die nicht anwesend sind. Ja, sogar Kritik, aber nur positive Kritik kann Teil von hilfreicher Rede sein. Mit positiver Kritik meine ich Kritik, die du nicht äußerst, einfach weil du sauer oder genervt bist, sondern weil du leider feststellst, die Person muss das wirklich hören, um voranzukommen. Und dann ist hilfreiche Rede wirklich eine Freude, wenn sie eher um Lob geht, um Wertschätzung, um Kritik, die wirklich da ist, um voranzukommen. Und dann setzt sie die freundliche, liebevolle Rede fort.